Ist die eine der anderen einfach nur zuvorgekommen? Rücktritt vorm Rausschmiss sozusagen? Fakt ist, Erika Steinbach und Angela Merkels CDU waren sich schon lange fremd. In letzter Konsequenz nun der Parteiaustritt. Als Grund nennt Erika Steinbach explizit die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin. Das hat etwas mit Beunruhigung zu tun. Den Menschen Angela Merkel mag ich sogar, aber die Politik kann ich nicht vertreten. Und ich habe mich natürlich gefragt, wir sind jetzt in einem Wahljahr. Als CDU-Abgeordnete wäre es meine Pflicht, dann auch für die CDU mich einzusetzen, engagiert auch für die CDU zu werben. Und das ist mir nicht mehr möglich. Ein Austritt mit großem Getöse auf 5 Seiten rechnet Steinbach mit Merkel ab. Spricht von einer einsamen Kanzlerentscheidung, als 1 Million Migranten ungesteuert und unüberprüft monatelang nach Deutschland reisten. Das widersprach, so Steinbach, der geltenden Rechtslage. Neujahrsempfang der CDU Freiburg, keinerlei Bedauern hier über den prominenten Parteiabgang. Sie war ja schon längere Zeit dagegen, gegen alles. Nur sie war der Meinung, das, was sie macht, ist in Ordnung. Deswegen ist ganz gut, dass sie die Partei verlassen hat. Es wundert mich nicht und es ist vielleicht für uns auch gar nicht so schlecht, dass sie ausgetreten ist. Die Parteispitze wird wohl ähnlich denken, nur sagen will es keiner. Kein Kommentar aus dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Nun, das ist immer schade, wenn jemand austritt. Auf der anderen Seite war mein Eindruck, dass sie schon viele Jahre mit der CDU auch gehadert hat. Erika Steinbach war in der Flüchtlingskrise eine der lautesten und kritischsten Stimmen innerhalb der CDU. Ihr Stilmittel? Provokation, Populismus, Vereinfachung. Höhepunkt, dieser Tweet von 2016, als sie mit einem aus dem Zusammenhang gerissenen Bild rassistische Klischees bediente. Es wäre ja eine bessere Entscheidung gewesen, in der CDU zu bleiben, um die Standpunkte zu kämpfen. Und deswegen bedauern wir als CSU diesen Austritt. Erika Steinbach will parteilos im Bundestag bleiben und ausdrücklich nicht Mitglied der AfD werden.